Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Eras Total Conquest Let's Play im Jahr 970 und jetzt 977. Also 970 sind wir gestartet, das ist die erste Kampagne. Und sie ist recht schwer, weil wir einen sehr großen Gegner Ägypten in der Nähe haben, haben uns aber im letzten Part gut Na, was ist jo, der Wille des verteidigt. Na, Und jetzt schauen wir wie weiter, erwünschte ob irgendwo Sultan. noch Truppen sind, Na, leider mit einem wie Diplomaten. erwünschte Sultan. Aber ich Na, denke, jo. wie erwünschte Sultan. Genau, hier Na, haben wir noch Truppen. hier Sehr rastreiche gut. Sultan. Aber genau, der Spion Meine ist auf Augen dem sind Weg. eure. Der möchte am besten mal hier runter. Für heute ist Denke die ich mal, muss Reise mal zu hier runter. Ende. Er muss nämlich aufs Klo. So, Ja, und mein mit dem Meister. gehen wir hier rüber, genau. Also, dann haben Wie wir erwünscht. noch. Schauen wir mal Zu den Diensten. Merchant an. Der hat immer noch einen. So Finanzen, einen ist Zu nicht so Diensten. gut, weil Gulden, der hat Florine, zwei. ich Wir ernehme beides. müssen vielleicht nochmal seinen ausbilden sonst. Und hier haben wir noch Diplomaten, okay. Das wäre jetzt nicht so gut, weil der nächste Zu Diensten. Diplomaten wäre hier oben. Wir müssen eventuell mal abziehen. Benennt denjenigen, der ins Armenhaus soll. Gereiht zu Zusammenhalt. Diensten. Und mit dem gehen wir mal nach Süden und Sehr klauen wohl, denen Sultan. mal etwas. Bringe neuen 66, Handel ins Land, Sultan. 24. Okay, das ist gut. Also. Ich bin es sicher, Also wir kommen klauen ins tun wir nicht, Geschäft. aber wir wollen ja Geld verdienen und wir haben noch nicht so viele mögliche Plätze. Genau, hier müssen wir nichts machen. Müssen wir hier irgendwas bauen? Das ist ja die Stadt, gell? Die Burg meine ich. Hier müssen wir auch nichts. Hier ist etwas im Bau. Jo. Dann einfach weiter und schauen, dass wir wieder Geld verdienen. Wir haben jetzt wenig Ausgaben. Wir verdienen jetzt sicher wieder Geld und sind nicht mehr 25. Noch sehen wir nicht, was wir für Geld bekommen haben. Die Runde beginnt immer, wenn die Gegner natürlich fertig sind. Okay, die Merchants kommen langsam und er hat uns doch erreicht. Nein, ey. Aber wieso ist der so schlecht? Nein, er hat angenommen. Okay. Ja, er hat keine Chance. Er hat zwei und wir einen. Das machen sie gerne, die Gegner. Aber deshalb mache ich ja auch die Merchants immer. Erstens wegen dem Geld und zweitens, dass wir uns nicht mehr aufdingen machen können. Aber die Gegner sehen uns ständig. Die wissen immer, wo wir sind. Das ist so frech. Da müssen wir uns ein bisschen Zu dagegen Diensten. halten. Aber Zu wir Befehl. erreichen sie nicht. Aber Sultan, sie der Morgen können uns wartet. erreichen, ja. Egal, egal. Wir machen einfach beim nächsten, wo wir können, nochmals einen. So, hier. Und der muss noch ausgebildet werden. Assalamu So, alaikum. also, das ist der Priester hier. Saida, mächtiger Sultan. Jetzt Wie gehen wir erwünschte einfach Sultan. mal wieder hier Na, zur Stadt und wie schauen. Es erwünschte sind immer Sultan. noch wenig. Die wollen wahrscheinlich die Stadt irgendwie wieder anschließen. Gehen wir mal Na, hier oben hin. Ich sehe wie jetzt noch erwünschte nicht Truppen, Sultan. aber das ist Hier raste ich, Sultan. ihm seine Sache Es hier. ist der Wille des Sultans. Die Stadt Niemand will mich 54 sehen oder ist gut hören. verteidigt, also ich hoffe, dass die nicht angreifen, wenn sie Fürchten dann meine besser Pflicht. sind. Niemand Aha. wird mich sehen Sie sind aber oder im Krieg hören. auch hier noch, weil hier noch eine Stadt ist von Oströmern. Ja. Für heute ist die Reise zu Also Ende. gehen wir am besten hier. Ja, hier Inshallah. können wir sehr weit Ich werde meine Reise genau morgen erkunden dann. fortsetzen. Und jetzt sind wir nur noch Für 23. heute Gut. ist die Reise zu Wir Ende. müssen Erster werden bei Finanzen. Dafür ist das Militär natürlich zurückgegangen, wegen der Schlacht. Das haben aber die Ägypter noch mehr zu spüren bekommen. Leone ist mit Schottland alliiert. Okay, macht das. Und ja, gegen Hamdid, das sind eben die Türken, glaube ich. Eine bessere Zu Beziehung. Diensten. Ich hoffe einfach, dass der Merchant noch hier ist. Und ja, können einfach noch nicht so viel mehr machen. Wir müssen da irgendwie. Ja, es bringt nichts, den Bogenschützenplatz. Bogenmacher oder so, auf jeden Fall. Wir sind doch irgendwie
Also momentan brauchen wir wie viel Einwohner? Steht nicht. 9000. Ich spare hier auf dieses Farming. Eine Burg muss auch wie farmen kann ich können. Dienen, Sultan? Wer so. Und dann geht der eine wie bessere. Nein, der muss hier sein. Wie mein Nein, der, der muss wie hier mein sein. Sultan befiehlt. Hier hoch. Damit die Stadt auch wieder mehr wächst, wahrscheinlich. Nö. Aber egal. So, wenn wir Truppen auch auffrischen, wenn man Geld hat. Und hier, ja, wir können wirklich nichts machen. Ich frage mich, ob jetzt momentan Minen gut sind, weil 105 ist relativ wenig. Das merke ich aber noch nicht. So, also, wir haben den... Lol, wie hieß er? Ich sehe so schwarz. Meine Augen sind die euren. Den Spion haben wir gemacht. Jetzt gehen wir hier rüber. Na. Die Stadt wie hier wünscht, Sultan. Na. Hier. Und das ist ein Imperiales, das sind einfach die ja, Heilige Römische Reich Deutsche Nation, gibt oder? Es etwas ja, zu besprechen, gut. Guter Mann. Also, wir möchten gerne mit euch... Ich akzeptiere diesen gut. Vorschlag, aber es ist eine Schande. Attack Factions können wir wahrscheinlich ihnen nicht machen, bis zum die sind weit weg. Mal. Saida, mächtiger Sultan. Ich könnte die Oströmer erreichen mit dem anderen Sultan. Diplomaten. Hier raste ich, und mal Sultan. Überprüfen, ob sie angreifen. Wir brauchen einfach ja, mehr. Mein Meister. Hier raste ich, Sultan. Also mehr Gegner. So, also. Es ist der Wille des Sultans. Denn ist wahrscheinlich nicht so viel passiert. Gut, dann haben wir nächste Runde. Ja, die greifen an. Und die greifen auch an. So, also Bulgarien möchte mit uns etwas machen. Handelsabkommen? Nö, nichts. Okay. Pech. Die werden auch irgendwann mal von uns zerstört. So. Okay, der römische Basil. Wahrscheinlich den vor. Sag schon. Der, wie heißen die Ringe? Ja, der Obere, der Bischof von einem höher. Basileus. Also einfach eine große ist da gestorben. In der Region Katholismus. Also, jetzt müssen wir ein bisschen schauen, ob hier noch jemand ist. Ja, sie sind wirklich nicht mehr hier. Das ist ein Imam, das ist wahrscheinlich der Diplomat. Sehr wohl, Sultan. Wie ihr wünscht. Zu Befehl. Okay, sie sind Sultan, nicht der hier. Morgen war sind wahrscheinlich wieder hier hoch. Aber ja, die werben einfach Händler ab. Das ist irgendwie so von den Gegnern eine Taktik. Und wir müssen halt schauen, dass wir da besser werden. 93, 143. 52 und 90. Ich denke, wir gehen hier hin jetzt mit diesem. Die Reise endet für heute. Und der andere geht hier hoch. He? Ich denke, hier bekommt der Händler einfach mehr über. Okay. Das glaube ich hier, oder? Ja. Zu Diensten. Okay, ihr geht hier hoch wieder, damit ich gut verdiene. Ist auch viel weniger, weil er nicht so gut ausgebildet ist. Zu Dienst. Aber ich hoffe einfach nicht, dass er dann wieder erkennt. Sonst ist es wirklich lächerlich. Sonst gehe ich nicht auf Merchants. So ein bisschen Geld können wir auch ja, verzichten. Gut, ja, die sind gut geworden, die Beziehungen zu Cordoba. Und Eastern wird ja, ist auch sehr gut geworden. Wie ihr dann schauen wir mal. Gut, ich möchte mit kann ich etwas handeln. Für euch tun, edler Herr? Ich möchte mit euch jetzt eigentlich sagen, ich möchte gerne, dass ihr Krieg macht mit... Was mit Calibrate? Make off. Ich fürchte, ich muss euch heute zurückweisen. Ich wollte das klicken. Attack Factions. Hat euer Anführer noch Attack andere Faction? Vorschläge? Ja.
Mir scheint, wir haben eine Übereinkunft. Gut. Calibrate 15. Was haben wir denn ihnen geschenkt? Wir haben gar nichts geschenkt, oder? Ein Geschenk. Aber welches damit Geschenk haben wir jetzt? Was ist der Wille des Sultans? Wir haben ja gar kein Geschenk gehabt, oder? Egal. Es funktioniert einfach. Na? Aber genau weiß ich das nicht. Nicht mehr. Ich denke, es sind 500 Gold und es sind nicht irgendwelche Items, die der Merchant trägt. Das würde ich jetzt, ja, Creative Assembly, glaube ich, heißen sie, die Entwickler, nicht unbedingt zutrauen, dass sie das gemacht hätten. Also es würde sich schon lohnen, so eine Farm zu machen. Der Bazar halt. Es lohnt sich. Ja, ja, es lohnt sich. Ja. Hier ein Bazar zu machen und hier unten, nein, hier, ich soll noch warten, eine Runde oder so. Man kann die Städte nicht auswählen. Genau. 2490. Okay. Also so, die Bauernhöfe sind natürlich schon wichtig. So, also. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wie es da mit der Stadt jetzt aussieht. Nehmen wir noch minus 30. Ich bin Diener des Islam. Ja. Diener des Islam. Gut, da haben wir Saida, mächtiger Sultan. Okay, gehen wir mal hier hoch. Wie ihr wünscht, oh, Sultan. Sind immer Truppen in der Nähe. Die greifen jetzt wirklich an, dann bleiben wir kurz hier und schauen das zu. Sehr gut. Also, und genau hier haben wir ja... Also was ist das? Straßburg? Hohenstaufen? Was ist denn das? Okay, Straßburg ist ungefähr hier und hier ist Basel am Rheinknie. Ja, mein Meister. Wie ihr wünscht, Sultan. Kenne ich mich aus, weil ich von dort komme. Dann gehen wir hier nach oben. Nürnberg, okay. Aber Nuremberg. Nuremberg, kennt ihr Nuremberg? Ist auch schön genannt von den Ausländern, irgendwie so. Ja. Meine Augen sind die euren. Ich werde keine Spuren hinterlassen, Sultan. Ist das Englisch? Könnte schon sein, Nuremberg. Nuremberg. Die haben ja viele Namen in England mit Berg. Ja, es sieht danach aus, als hätten wir jetzt wirklich Chancen, aber wir müssen einfach schauen, dass dieses Oströmische Reich nicht noch stärker wird. Zu Dienst. Haben wir dann ein Problem, dass wir uns plötzlich angreifen. Also ich denke, wir sind fertig mit der Runde. Wir machen nochmals einen Speicherstand. Ich kann eigentlich den hier nochmals überspeichern. So. Ja. Jetzt so langsam wird es halt schon ein bisschen kniffliger, alle Truppen und so anzuschauen. Also zu bewegen und Städte halt auch. So, Bulgarien will doch irgendwas machen, oder? Die wollen nur, dass wir irgendwie die Stadt verlieren. Das wird niemals gehen. Also ich hoffe es nicht, dass sie irgendwie etwas... wie heißt's? Okay. Oh, der sieht aber geil aus. Ein Gabub of Shiraz. Shiraz. Der hat viel Piety. Ja. Das ist Frömmigkeit, ja. Bitte. Danke schon. Also hier wird es noch nützen. Das ist Castle, okay. Dann machen wir es hier. Die Bibel mag den Frieden predigen. Doch wenn das Christentum an sich in Gefahr ist. Okay. Unsere Gegner sind ein bisschen. Jo. Benachteilt. Okay, wir haben wieder Prim-Ding. So, also ein Cheddar. Okay, jetzt müssen wir einfach warten hier. Es ist 3%. Und wir brauchen... Was müssen wir hier klicken? Okay, noch die doppelten Bewohner. Ja, es sind religiöse Aufstände. Das macht es halt auch ein bisschen problematisch. Aber wir können halt nichts verbessern. Also... Jo, wir können jetzt einfach nur abwarten.
sofort. Ist halt, ja, die Region besser wird dort. Und die Truppen auch zu wachsen. So, also hier gehen wir einfach hier hin. Sultan, der Mord wartet. Und Krieg, Heilige Römische Reich, Königreich und Schottland. Also, ja, dafür haben sie Allianzen mit Leon. Ich weiß ja nicht, also ich kenne das Reich halt jetzt echt nicht so gut. Es war ja Byzanz. Oder es ist wert zu Byzanz eher. Das sind nicht die, oder? Sind die? Ich werde euch nicht antworten. Ich dachte jetzt einfach an einen anderen. Oder sind es dann einfach die Deutschritter? Das sind einfach Imperial Roman Army. Ich bin weder euer Freund noch. Jetzt muss ich mal kurz nachschauen. Dass... Also, wir haben. Keine Violetten. Ah, es ist einfach östliches römische Ding und die anderen sind. Die anderen sind nicht dabei. Es sind es doch die Deutschen. Es ist doch Holy Roman Empire oder so. Ja, 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 sind die Holy Roman. Ich dachte jetzt gerade, ich sag lieber, es sind die, aber es sind nicht die. Sind einfach, sie heißen anders als auf Blatt Papier. Was ist der Wille des Sultans? Okay. Hier ist Imperial auch und hier auch. Ich verstehe es nicht. Seht ihr, Imperial Diplomat, also. Kann es jetzt nicht sagen, aber wir gehen mal nach Dänemark. Auf ins Dänemark. Oh, hier sieht die Map so schön aus. Es sind echt viele Berge hier oben, okay. Komisch. Aber es ist ein bisschen schwer da rauszufinden, wie die Namen waren auf Englisch. Also, wir haben hier jetzt aber viel zu viele Truppen, Russen, Bulgaren. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen rüber. Ja, man sieht es trotzdem. Wenn wir ein bisschen hochgehen, sehen wir die Städte hier oben. Ja. Okay, die haben auch Belagerung. So langsam geht es ihnen, den Türken, wieder schlechter, den Grünen. Also hier haben wir eine ägyptische Stadt, genau. Also, und ja, dann schauen wir mal, wann die Dinge kommen, die Kreuzzügler. Exotische Waren im und meine Augen sind die ja, wir bleiben hier. Dann haben wir irgendwo noch den Diplomaten hier. Zu Diensten. Mit dem Befehl. Gehen wir mal hier sehr wohl, den Wegen lang. Wie ihr wünscht. Es kommt zu niemand Befehl. Mehr. Wir haben wie alle Angst jetzt. Oh, und hier greifen sie auch an. Das hat sich so gelohnt, weil, ja, die sind ja ganz in der Nähe, die können überall Krieg machen. Okay, geil. So, also, nächste Runde. Das ist sehr schön, es läuft gut für uns. Auch wenn die Gegner immer so ein bisschen gecheatet sind, es macht nicht so viel aus, wir müssen halt einfach taktische spielen dagegen. Das sind zum Beispiel die Kaufleute nicht immer auf. Gekauft werden. Ich habe eigentlich immer so gemacht, dass ich wirklich gute Kaufleute irgendwo hingestellt habe, wo es nicht so viel Geld gibt, wo einfach die Leute auch nicht vorbeikommen, die anderen Merchants. Ich beginne neue Handelsbeziehungen. Das werde ich auch wieder machen, aber jetzt momentan brauchen wir einfach das Geld, wir lassen sie mal hier. Und die anderen. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo sind die anderen? Zu Diensten. Ah, das war der Merchant. Der muss hier hin. Sehr wohl, und dann Sultan. Hier hin. Bringe neuen okay, wir haben einfach den falschen genommen. Wo ist denn der Diplomat, wenn man ihn braucht? Da oben, hä? Stimmt, okay. Das habe ich irgendwie nicht so gesehen. Nein. So, also die Roten haben wir irgendwie verloren, habe ich das Gefühl. Die Ägypter sind so stark irgendwie. Weshalb? Dass die so gut ausgebildete Truppen haben, wo sie so viele Truppen haben und so. Vielleicht weht das Spiel einfach, dass sie ein bisschen gecheatet sind. Gibt's auch oft.
So. Wie ihr wünscht, Sultan. Das ist einfach das Spiel Königreiche manipuliert, also dass sie stärker sind oder auch schwächer sind. Das Spiel will meistens, dass wirklich ein Königreich wirklich stark wird und die anderen nicht. Und ja, das habe ich jetzt mit einem Fanpatch schon mal gefixt ein bisschen. Dass Spanien zum Beispiel später in anderen Kampagnen auch nicht so stark werden. Das ist scheinbar gut. Sonst hat man nie Chance. Okay, die Papststaaten finden es toll, dass wir hier so effizient gegen ihre Feinde sind. Und ja, es ist eben nochmals Kreuzzug gegen Jerusalem. Also, das ist gut, dass die Papststaaten sagen, ja, ihr seid Feinde von denen, also wir mögen es. Ja. Okay, also, Damaskus ist auch denen. So langsam müssen wir Krieg gegen die machen, sonst haben wir keine Chance damit. Wollt ihr, dass ich zu euch? Es ist der Wille des Aber es ist unglaublich, wie die Truppen hier Sterne haben. Es ist mir eine Ehre. Also bekommen die so viele Erfahrungen über und wir nicht unbedingt so? Aus der Anführer. Oder ich bin es sicher, wir kommen ins Geschäft. Saida, mächtiger Sultan. Wir müssen sie vielleicht ein bisschen provozieren oder so. Wir haben viel zu wenig Truppen noch. Jetzt schauen wir einfach kurz, dass wir Geld verdienen. Genau. Das ist das Beste. Sonst haben wir halt einfach irgendwas falsch gemacht. Ja. Nächste Runde. Es geht vorwärts. Aber es ist toll, wirklich ein Land zu nehmen, wo wir jetzt nicht so viel Erfahrung haben und es gut machen. Ich finde das toll. Ja, die müssen natürlich, die sind orthodox, glaube ich. Die müssen halt... Eigentlich war ja Ostrom katholisch. Wieso hat sich das in orthodox umgewandelt? Weiß das jemand? Wieso im Real Life die Religionen damals so schnell gewachsen sind und verbreitet wurden und ja, auch weggingen von den... Endlich, meine Güte, du warst 3 Runden für Trading Raids. Natürlich mache ich das. Du sprach ja Einnahmen. Du sprach Geld. Wenn es nichts bringt, also die können mit uns nicht handeln. Die sind nicht mit uns angebunden, aber trotzdem, solange sie wollen, ja, mache ich Trade Raids. Frankreich hat wieder Land dazu gehören. Ich sehe es leider nicht. Ja. Nein, Wales ist... Nein, Wales hat verloren. Die sind leider eingenommen worden. Na gut. Zu Diensten. So, was haben wir denn hier? 3. Das ist gut. Zu Diensten. Schauen, dass die Geschützten auch da. Okay, jetzt momentan sind wir geschützt. Oh, das wollte ich noch schauen. 21. Schweden hat am meisten Geld. Das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation. Militär am besten. Jo, und unsere Nachbarn, unsere, ja, die wir schon eigentlich immer gute Beziehungen hatten, sind auf 3 Ebenen besser. In Medina. Das kommt mir bekannt vor. Medina. Eine Hauptstadt? Nein. Libyen. Was ist dort unten? Nicht Libyen. Jordan, genau, Jordanien. Ja, ich bin mit Libyen einfach da in Ägypten. So. Links von Ägypten ist Libyen, glaube ich, gell? Ich kenne mich nicht so fest aus. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Eigentlich schon. Wir müssen schon Stadtwachstum machen. Also, wenn es Farm ging, dann müssen wir sie machen. Ja, und hier dauert es noch. Also, können wir wieder Geld verdienen. So, ich denke, das bringt es ja noch nicht so. Nö, 2,5 ist immer noch hoch.
da können wir nicht, ne? Hier ist Low und hier ist Low. Ja, dann machen wir in der Hauptstadt einfach weiterhin noch ein bisschen Finanzen mit Tox, mit, ja. Gut, okay. Das ist jetzt nicht so gut für Burgund. Ich hätte lieber, dass Burgund ein bisschen größer wird. Most Serene Republic of Venice, okay. Die Venediger. Die müssen zusammenhalten. Okay, die auch. Es wäre gut, wenn Leon auch ein bisschen das Heilige Römische Reich angreifen könnten. Wir haben am meisten Militär. So, haben da nichts. Okay, wir haben mit den Türken noch bessere Beziehungen. Sehr gut. Und mit Cordoba auch. Sehr interessant, Cordoba. Weil sie ja gegen uns sind. Also, wir haben den gleichen Feind, das meine ich. Also, dann ist hier aber leider nicht mehr so viel los. Jetzt möchte ich eigentlich runter nach Jerusalem. Aber es reicht nicht mit dem beiden Sultan. Namen. Wie ihr wünscht, Sultan. Ja, es reicht nicht, okay. Namen. Dann schauen wir einfach mal hier wie hoch. Ihr wünscht, Sultan. So. Ah ja, hier mit denen wollte ich ja hier runter. Stimmt. Okay. Sehr gut. Also, dann gehen wir mit dem hier hoch. Ja, ist gut. Ja, hallo, wie viele Truppen sind noch im Weg? Ich wohl will hier hoch. Ich halt außen herum, weil das Spiel so wird. Und mit dem hier. Ihr wünscht? Wie ihr wünscht, Sultan. Hier um, wo ist denn die Stadt? Wie ihr wünscht, Sultan. Ja, die Stadt ist eher hier. Namen. Hier rast nur ich, eine Sultan. Stadt hier? Also mit Schweden? Schweden will ich mal angucken, wie die so leben. So, und wenn ihr bedenkt, Schweden so modern oder so mit Ikea, Smörrebröt, Stinkefisch da, Syrström, sehr modern, wie sie damals gelebt hätten, auch mit Möbelgeschäften und mit Stinkefisch. Ist wirklich eine Fraktion, wo ich gesagt habe, ja, die will ich spielen, wenn ich ein Let's Play starte. Also ich habe den Mod runtergeladen, habe die erste Kampagne ausgewählt und sofort mich für dieses Volk entschieden. Aber ich hätte gedacht, ja, ich mache Axtkrieger, die sind halt auch sehr stark dort. Also zuerst Norwegen, dann Schweden, aber dann habe ich direkt mich eben für dieses Volk entschieden. Das ist nämlich cool, weil schwarz, ich liebe schwarze Völker. Ich bin nicht hier, um zu verhandeln, sondern was ist der Wille des Sultans? Wir könnten das Mittelmeer beherrschen. So Islamesen. Piraten. Oh, hier ist der Kreuzzug, endlich! Wir haben den Kreuzzug entdeckt. Die haben so geile Merchants, das glaube ich. Geile Farben, rot und lila. Interessant, was alles läuft jetzt gerade. Wir können es noch ein bisschen beschleunigen. Jetzt ist es gerade sehr spannend, jetzt will ich es nicht beschleunigen. Ich glaube, in Leertaste geht es. Okay, ja, die tun natürlich die Truppen. Die sind jetzt gerade im Bedrängnis. Jerusalem ist eine wichtige Stadt von ihnen. So, die Rebellen brauchen noch einige Zeit. Kann ich das beschleunigen? Okay. Der kumanische Khan ist tot. Wo sind die? Ich kann das nicht sehen. Okay. Nibib auf Shiraz hat eine Frau, eine Braut. Das war immer so, oder der Vater oder die Mutter entschied, ob er sie, wer der Sohn oder die Tochter heiratet. Und meistens, ja, meistens müssen ja die Eltern auch akzeptieren, oder mussten akzeptieren. Heutzutage ist ja das nicht mehr so schön. Es ist der Wille des Sultans. Zum Beispiel in der Türkei ist es immer noch so, da entscheidet der Vater oder die Mutter,
wer geheiratet wird. In Schweiz natürlich nicht. So, so wie ich das jetzt kenne, ist in der Schweiz das einfach schon lange nicht mehr so. Da haben wir die Flaggenscheibe. In Deutschland. Okay, eine Gede. Mit Assassinen. Ich könnte mal richtig auf Assassinen spielen, so piratenmäßig, also so Assassin's Creed-mäßig. Ich muss mich noch ein bisschen entscheiden, weil die Gilde halt auch sehr schwer, sehr teuer ist und so. Ob es auch die richtige Stadt ist für Assassinen. Eigentlich schon, aber es könnte Probleme geben, weil die so weit im Osten ist. Okay, die haben einen Wachturm. Also mit denen gehen wir jetzt hier zur Türkei. Also die türkischen Truppen. Die sind jetzt momentan, jo, hier noch ein bisschen safe. Die anderen Städte sind wahrscheinlich nicht mehr ihnen. Ja, mein Meister. Nahm. Gut. Hier schauen wir weiterhin. Was haben die für Truppen? Okay, Dorfmilitanten. Petty Debts. Ja, Surgeons, okay, cool. Die haben Speere wieder. Aber auch Schilde. Wieso gibt es eigentlich in Action-Rundspielen, also in Hack'n'Slay und so, nicht Schild und Einhandspeere, also richtige Einhandspeere? Zu OP sind dann. Mächtiger Sultan. Wie ihr wünscht, so viele Truppen. Nahm. Ich bitte so, um die Dänen lügen nicht. Ja. Also komm, Allianz. Ist wichtig. Nein, der Mönchen. Okay, egal. Dafür wie die Schweden. Nahm. Ich kann dort nicht hin. Ja, ja. Also hier Nahm. Ungefähr ist. Stockholm. Das weiß ich. Neben Gotland. Gotland kennt jeder. Da kommen gute Filme her. Pipi Langstrumpf zum Beispiel. So, jo. Schauen wir noch kurz auf die Höfe, also die Bauernhöfe, genau. Okay, und der Markt, das ist sehr wichtig. Der Markt in zwei. So, dankeschön fürs Zusehen. Jo, war ein toller Part wieder. Hat er keine Schlachten gegeben, aber die Gegner waren halt nicht so schnell. Und wir müssen einfach Finanzen haben. Wir haben jetzt 3153. Das reicht schon mal. Ich tue hier nochmal super. Nein, ich tue einen Speicherstand an. Ja, wir haben auch genug Speicher. So, also ich habe zwei Parts gemacht. Im dritten, also im nächsten Part, das wäre der achte Part, dann würde ich mal schauen, ob es irgendwelche Kommentare gibt. Ja, sendet mir Ratschläge oder so. Ihr dürft gerne mitdenken, ihr seid die Denker von mir, der Senat. Jo, die Demokraten. Und jo, jetzt schauen wir mal noch kurz, wie alt der ist. Jetzt, das war irgendwie 47 und jetzt 49, okay. Jo, gut. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.